Kaffee bedeutet Gemeinschaft und Gemeinschaft verändert. Das weiss auch die reformierte Kirche Hirzenbach in Zürich. Sie haben darum ein Quartier-Kaffee eröffnet. Heute ist das Kaffee und Tiez mehr als nur ein Ort, wo es Cappuccino und feine Küche gibt. Am Morgen um 9 Uhr öffnet das Coffee & Deeds im Wohnquartier Hirzenbach. Anja Renz bereitet mit Rose alles vor. Ich bin ein Teil der Betriebsleitung. Ich bin zuständig für das Kaffee. Das heisst, ich mache die Schichtplanung, ich teile die Freiwilligen ein und die Mitarbeiter ein. Ich mache Buchhaltung, koordiniere, Mitarbeitergespräche machen. Ganz viele verschiedene Sachen. Insgesamt mit allen Freiwilligen sind wir etwa um die 70, 80 Leute. Die machen da ganz verschiedene Bereiche mit. Wir haben eben im Service oder an der Kaffeemaschine. Wir haben Leute, die kommen putzen, Leute, die kommen backen, Leute, die uns Tüchli waschen. Und ja, wahrscheinlich habe ich jetzt ganz viele Sachen vergessen. Deborah ist eine der Assistentinnen der Betriebsleitung und arbeitet seit über 3 Jahren mit. Unter anderem bin ich für das Backteam zuständig, das mittlerweile sehr gewachsen ist. Es sind doch über 20 Leute. Da braucht es einfach auch viel Küche für jeden Tag. Vor allem am Wochenende ist es immer schön, wenn wir etwas Frisches anbieten dürfen. Das schätzen wir und die Gäste vor allem. Und der Regalverkauf wächst auch immer mehr und ist überwiegend aus der Region. Doch für Deborah ist das Coffee & Deeds mehr als nur ein Arbeitsplatz. Ich profitiere natürlich auch mega, weil durch all die Jahre sind auch Freundschaften entstanden, die zum Teil sehr tief geworden sind. Und das schätze ich mega. Und dass Gott einfach den Segen geschenkt hat, dass Kaffee bestehen darf und wachsen darf. Ich arbeite in der Spitex und wir haben 15 Minuten Pausen und ich geniesse es immer, wenn das offen ist. Und das ist einfach ein Begegnungsort, der harmonisch ist. Da kann man gut abschalten, wenn man einen ganz strengen Tag hat. Und die Leute sind angenehm, die Atmosphäre ist schön. Wir haben es mega vermisst während der Corona-Zeit. »2015 wurde das Café eröffnet. Benny Bucher war damals der Projektleiter, der die Vision der Kirchgemeinde realisiert und koordiniert hat. Der Gedanke von einem Café, von einem schönen Ort im Quartier, der ist von vielen Leuten aus der Gemeinde, aber auch von Gemeinden rundherum entstanden, weil wir gemerkt haben, die Leute kommen nicht mehr einfach so in die Kirche, wir müssen zu den Leuten gehen, müssen ins Quartier gehen.« Vor 6 Jahren war in diesem Gebäude noch kein Café. Und Benny hat im Gebäude der reformierten Kirche Zürich-Hirzenbach nebenan gearbeitet. Der Wunsch für das Kaffee von uns als Kirche war immer, dass es eben mehr ist als nur Kaffee. Das war für alle klar, die gesagt haben, ja, ich will mich da investieren. Es geht nicht nur um den guten Espresso und um den guten Cappuccino, sondern wirklich auch darum, dass Menschen mehr überkommen. Wir haben 3 Sätze gemacht. Wir wollen Qualität bieten im Quartier, aber wir wollen Begegnung schaffen unter Menschen, wir wollen vor allem auch Begegnung schaffen von Menschen mit Gott. Es war nicht so, dass die Kirche einfach eingeschlafen wäre und wir darum haben gefunden, jetzt müssen wir raus, wir müssen etwas machen, dass die Leute wieder in die Kirche kommen. Es hätte gar nicht funktioniert, wenn die Kirchenbänke leer gewesen wären. Also das Kaffee hätte nicht können so entstehen mit, eben unter Mitwirkung von so vielen verschiedenen Leuten. Die hätten wir ja dann gar nicht gehabt. Und das ist eigentlich ein Grund, warum das auch so gut angelaufen ist. Es sind von Anfang an so viele Leute mit Herzblut dabei gewesen. Was hast du schönes gebracht? Mittlerweile bringt Parul etwas Selbstgebackenes. Das Backteam investiert die Zubereitungszeit ehrenamtlich. Coffee and Deeds übernimmt die Kosten für die Zutaten. Seit 6 Monaten habe ich für Coffee and Deeds Cupcakes gebacken. Coffee & Deeds ist eine wunderbare Initiative und ich helfe gerne. Wir haben ganz viele verschiedene Freiwillige, viele aus dem Quartier, viele auch von weiter weg, zum Teil auch andere Nationalitäten. Das ist sehr spannend, aber auch herausfordernd, vor allem wenn dann die Sprache noch eine Barriere da ist. Wobei man kann vieles einfach auch zeigen oder man kann Learning by Doing sehen, wie man es macht und dann einfach nachher viel erklären.
Raffaella Turki ist die Hauptbetriebsleiterin für den Dietz-Teil. Dietz bedeutet Taten und steht für den sozialen Aspekt des Cafés. Wir wollen nicht nur für das Wohl der Leute, das Kaffeewohl, Sandwich, Hunger und Durst etwas tun, sondern wir denken, die Leute brauchen auch wie ein geistliches Wohl oder wir wollen in der Nöte helfen. Bei uns ist auch auf der Menüliste gratis Gebet. Wir bieten also ein Gebet und ein offenes Ohr anbieten, Hilfe bei der Wohnungssuche für die, die brauchen. Oder jemand ist auf mich zugekommen, ich suche einen Laptop, dann kann man eine Wabe schreiben. Wir wollen einfach eine Gemeinschaft bieten, weil ich sage, die grösste Not, die es momentan gibt in der Gesellschaft, ist die Einsamkeit, die Anonymität. Und wir wollen da wirklich eine zweite Familie geben, den Leuten. Also wir sind der Meinung, dass jeder Mensch etwas zum Geben hat und auch immer wieder etwas braucht. Und das ist so der Ausdruck von dem, die Wappenwand. Das soll wirklich eine Plattform sein, wo jeder das bringt, was er hat. Sei es jetzt in Gaben oder Stärken oder ein Gegenstand, aber er kann suchen, wenn er etwas am Suchen ist. Im dritten Raum des Coffee and Dietz finden verschiedene Anlässe und Kurse statt. Filmabende, Gesprächsrunden, Eltern-Kind-Singen. Auch die Pilates-Stunden am Freitagmorgen sind begehrt. Ich wohne gerade ganz in der Nähe auch. Und ich finde das super. Man kann hier ein bisschen sprecheln und ein bisschen käfeln und ein bisschen Gedanken austauschen. Ich finde das ideal. Hey, Ladies, noch ein Durchgang. Das sieht gut aus. Schön. Kommt der Bund gemischt, jung, alt, egal was für einen sozialen Status, egal welche Herkunft von welchem Land, einfach zusammenbringen, das Miteinander. Das war unser Ziel. Und ich finde es ein Vorrecht, wenn wir so Zeit davon. Wenn Raffaella im Café ist, führt sie viele Gespräche mit Gästen. Heute hilft die ausgebildete Juristin einem Gast beim Ausfüllen der Steuererklärung. Der ist auf uns zugekommen, ist eine Vermittlung vom Sozialzentrum. Und ich habe dann mit ihm diskutiert, sage, ja, seit 11 Jahren sind sie ja jetzt hier in der Schweiz. Und es bringt nicht viel, wenn ich jetzt weiterhin immer einfach die Steuererklärung ausfülle. Sondern, hey, wenn sie es nicht gerade lernen, und jetzt füllt er sie selber aus. Und ich will wirklich unkompliziert jetzt gerade helfen und nicht einfach die Leute wieder wegverweisen für nochmal einen Termin. Im Café gibt es mittlerweile auch viele Stammgäste. Peter ist einer davon. Er wohnt nebenan in einem Haus für betreutes Wohnen. Wie geht's dir? Hey, schön, dass da ein Café aufgemacht worden ist. Das habe ich nie gedacht, dass es so rauskommt. Aber es ist wirklich schön, da zu Menschen kennenlernen, zu Kontakt pflegen. Der Kaffee hat mir sehr geholfen. Früher kann ich nicht Deutsch sprechen, ich kann nicht Kaffee machen. Und momentan habe ich gearbeitet. Jetzt kann ich Kaffee machen, kann ich kassieren und servieren auf Aromen. Das gefällt mir sehr. Es ist eine Organisation, die in der Stadt Zürich für Flüchtlinge zuständig ist. Auf uns zukommen, kann Noella hier ein Training machen. Bei uns muss sie laufen wie im ersten Arbeitsmarkt. Die Leute wollen ihren Cappuccino und ihren Gipfeli. Und wir haben das Ziel, dass sie dann auch mal langfristig eine Stelle haben können, um ihr Einkommen zu haben und im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Einmal im Monat bringt Eva etwas Selbstgebackenes. Zusätzlich arbeitet sie einmal in der Woche im Café. Eigentlich habe ich gedacht, ich wollte etwas geben. Ich komme hier zum Mithelfen, Mitschaffen, andere bedienen und fühle mich aber selber immer mega beschenkt, wenn ich wieder gehe. So viele gute Begegnungen und Gespräche, auch gesehen, wie die Leute Freude haben an dem, allem, was frisch zubereitet ist. Die Zeit, die man eben auch hat, um mal anzuhocken und mit jemandem zu sprechen, das merke ich, das gibt mir selber auch viel. Ich dachte, kann ich ins Licht.